Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Der von uns eingebrachte Antrag befasst sich mit dem Thema der häuslichen Gewalt. Laut dem Landeskriminalamt Sachsen sind für den Tatzeitraum 2014 im polizeilichen Auskunftssystem Sachsen insgesamt 3.153 Fälle als Straftaten häuslicher Gewalt bzw. Straftaten gegen das Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen erfasst worden. In den Jahren zuvor wurden bereits 3.084 Fälle in 2013 und 2.700 Fälle in 2012 registriert. Demzufolge ist die Zahl der erfassten Fälle häuslicher Gewalt zum dritten Mal in Folge gestiegen. Und hier spreche ich von den erfassten Fällen, die nicht zwangsläufig auch eine Steigerung der Straftaten bedeuten muss. Strafrechtlich betrachtet ist häusliche Gewalt durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Straftaten geprägt. So gehören Sexualstraftaten, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Bedrohung, Nötigung, Freiheitsberaubung, Erpressung und versuchte sowie vollendete Tötungsdelikte zur Tagesordnung. Häusliche Gewalt umfasst Gewalt in vielfältigen Erscheinungsformen, insbesondere als physische, psychische und sexualisierte Gewalt zwischen erwachsenen Personen und gegenüber Kindern und Jugendlichen, die in persönlicher, insbesondere familiärer Beziehung zum Gewaltanwender stehen oder gestanden haben. Gewalt in der Ehe und in der Partnerschaft gilt inzwischen als die am weitesten verbreitete Form dieser Art der Gewaltausübung, die fast ausschließlich in den eigenen vier Wänden anzutreffen ist. Hierbei erleiden die Betroffenen sehr oft schwere körperliche und psychische Misshandlungen, die nicht zu akzeptieren sind. Auf Bundesebene ist im Jahre 2002 das Gewaltschutzgesetz in Kraft getreten und hat für Rechtssicherheit im Umgang mit häuslicher Gewalt gesorgt. Dank dieses Gesetzes konnten und können insbesondere Wegweisung, Kontakt- und Belästigungsverbote bei vorsätzlichen und widerrechtlichen Verletzungen von Körper, Gesundheit oder Freiheit einer Person einschließlich der Drohung mit solchen Verletzungen ausgesprochen und durchgesetzt werden. Hinzufügend sei erwähnt, dass gegenüber der Person, von der Gewalt oder eine Gewaltgefährdung ausgeht, ein Haus- bzw. Betretungsverbot durchgesetzt werden kann, auch wenn es sich dabei um die gemeinsame Wohnung des betroffenen Personenkreises handelt. In Sachsen wurde im Jahre 2003 der Lenkungsausschuss zur Bekämpfung der häuslichen Gewalt gegründet, dem neben Vertretern von vier Ministerien auch Mitglieder freier Träger und Opferschutzverbänden angehören. Oberstes Ziel des Ausschusses ist die koordinierte und vernetzte Bekämpfung der häuslichen Gewalt in Sachsen. Und genau dieser Lenkungsausschuss wurde im Jahre 2006 mit der Erarbeitung eines Landesaktionsplanes beauftragt, der in 2013 fortgeschrieben worden ist. Inhalt dieses Aktionsplanes ist die Benennung aller notwendigen Maßnahmen, um die nachhaltige Bekämpfung der häuslichen Gewalt zu gewährleisten. Hierbei wird die ressortübergreifende Verantwortung aufgezeigt und Empfehlungen für deren Umsetzung gegeben. Der Landesaktionsplan, der sich über 64 Seiten erstreckt, ist ohne Frage ein Papier, welches umfassend über Empfehlungen, Umsetzungsstand und Handlungsbedarfe berichtet. Jedoch lassen sich hieraus leider nicht die Wirksamkeit und die Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen bezogen auf die ressort- und zielgruppenspezifischen Empfehlungen in den Bereichen Justiz, Soziales, Polizei und Kultus und deren Zusammenarbeit der entsprechenden Stellen festlegen. Aber gerade dies ist notwendig, um weiter zielgerichtet und effektiv arbeiten zu können. Dabei ist es unabdingbar, dass auch bestehende Probleme und Lücken erkannt und benannt werden. Nur mit der Offenlegung der Wirksamkeit und der Auswirkungen des Landesaktionsplanes
kann die häusliche Gewalt wirksam bekämpft werden. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kritik musste folgen, das war klar. Es gibt ja keinen Antrag, der nicht kritisch betrachtet wird. Ich möchte hier nochmal auf ein paar Punkte eingehen, die mir wichtig sind. Einmal in die Richtung der CDU. Ganz kurz zur Richtigstellung. Wir fordern keine Überarbeitung des Landesaktionsplanes. Wir fordern eine Überprüfung der Wirksamkeit der Umsetzungen. Und da dieser Landesaktionsplan erstmalig 2006 initiiert worden ist, denke ich, ist es an der Zeit zu überprüfen, ob diese Punkte, die dort enthalten sind, auch wirklich wirksam sind. In die Richtung Linke, SPD und Grünen. Häusliche Gewalt hat meines Erachtens nichts mit Gleichstellung zu tun. Und zudem sind im Lenkungsausschuss nicht nur Gleichstellungsbeauftragte, sondern auch viele andere Akteure, die wir nicht unter den Tisch fallen lassen sollten, und Träger vertreten. Und es sind eben nicht nur in erster Linie Gleichstellungsbeauftragte, sondern auch andere Akteure, die in erster Instanz als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. So viel Zeit muss sein, um auch das auch hier mal vorzutragen. Das ist Polizei oder das sind die Opferschutzverbände. Bezugnehmend auf Ihre Gegenargumentation kann ich nur noch einmal betonen, dass dieser Antrag zwingend notwendig ist, da beispielsweise, und das habe ich eruiert, Weiterbildungsmaßnahmen der Polizei, die durch die Interventions- und Koordinierungsstellen durchgeführt werden sollen, in einigen Städten einfach nicht stattfinden, da die Polizei aus zeitlichen bzw. personellen Gründen nicht in der Lage ist, Beamte für diese Weiterbildungsmaßnahmen freizusetzen. Zum anderen klagen Opferschutzverbände über fehlende finanzielle Ressourcen, auch wenn hier das Ganze im Haushalt aufgestockt worden ist. Auf kommunaler Ebene gibt es bei der Kofinanzierung sehr große Probleme. Des Weiteren möchte ich ganz gern eine Äußerung zitieren, eine Äußerung der Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenschutzeinrichtungen und Interventionsstellen in Sachsen, die sich heute im MDR geäußert hat. Ich zitiere: Inhaltlich gesehen würde ich das schon unterstützen, was die AfD da einbringt, dass da noch einmal geprüft werden muss, was erreicht und was noch zu tun ist. Also sprich, wir bekommen auch fachliche Unterstützung aus den Bereichen des täglichen Lebens und aufgrund dessen sollte dieser Antrag meines Erachtens von allen Fraktionen positiv beschieden werden. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich ebenfalls bei allen bedanken, die sich engagieren. Und deshalb ist unser Antrag umso wichtiger, denn dies sind wir nun mal denen, die sich engagieren und den Opfern schuldig. Wichtig ist dieser Antrag im Hinblick einer zukünftigen Fortschreibung des Landesaktionsplanes und der Bekämpfung der häuslichen Gewalt. Wichtig, um festzustellen, ob der Landesaktionsplan wirksam ist und welche Auswirkungen er auf die getroffenen Maßnahmen hat. Wichtig, um darzustellen, wie sich die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den Interventions- und Koordinierungsstellen entwickelt hat. Wichtig zu ergründen, wie sich die Arbeit zwischen den Sonderdezernaten bei den Staatsanwaltschaften mit den anderen Akteuren darstellt. Wichtig, um die Effizienz der Empfehlungen und Umsetzungen zu prüfen. Zudem ist es wichtig, dass die Staatsregierung über die Erfolge der anvisierten Zielsetzungen bzw. Empfehlungen berichtet und dabei auf bestehende Probleme und Lücken eingeht. Die bereits begonnenen Maßnahmen sollen auch in Zukunft fortgeführt, optimiert und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Deshalb bitten wir um Zustimmung, damit den Opfern auch in Zukunft effektiv geholfen werden kann oder diese erst gar nicht zu Opfern werden. Vielen Dank.